Okay, hallo Leute. Ich habe es diesmal geschafft, etwas früher aufzunehmen, als ich geplant hatte. Und ich glaube, ich habe endlich die Ruckler im Griff. Und meine Soundeinstellung, glaube ich, auch. Ja. Wir starten wieder rein mit Mount & Blade. Ich weiß gar nicht, es ist jetzt 2 Wochen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, glaube ich. Wir waren gerade dabei, wir haben gerade unsere Truppe verloren, ne? Waren die gerade wieder neu aufbauen. Und wenn ich mich richtig erinnere. Ja, sieht zumindest aus. Wir haben noch viele Leute, die wir verkaufen können. Tun wir auch gleich. Erstmal gucken wir, dass wir wieder hier ein paar Leute verbessern. Nehmen wir mal ein paar mit. Wir haben nur noch 4K. Ich habe einen neuen Account angefangen. Jo, jetzt ist meine GPU plötzlich überlastet, warum auch immer. Vorher war es immer nur die CPU. Die ist gerade auch voll ausgelastet, warum auch immer. Auf jeden Fall in dem neuen Account lief es deutlich besser als in dem jetzigen. Leute, machen wir uns da mal schön auf den Weg rein. Hoffen, dass es nur nicht zu viele werden. Ziehen die sich zusammen? Ja, tun sie. Es sind aber fast genauso viele wie wir. Oh, wenn das jetzt gut geht. Oder kommt schon wieder ein 300er Armee runter. Ich hoffe, ich habe die Lags jetzt endlich mal im Griff. Aber so wie es aussieht, gerade alles ziemlich ausgelastet. Mein PC war mal ziemlich gut, mittlerweile für die Ansprüche nicht mehr gut, wie mir auffällt. Jetzt habe ich nur 30% CPU-Auslastung im Ladescreen, dafür 80% Arbeitsspeicher und plötzlich wieder 50% CPU. F6. Schauen wir mal nach, was unsere Sergeants so tun. Ach ja, neues Update. Man sieht genau, wie viele Leute es sind. Ein neues System. Das habe ich gerade eingeschaltet, glaube ich. Ich kann gleich mal gucken, ob ich das ausstellen kann oder nicht. Aua, auf jeden Fall kriege ich erstmal direkt in die Fresse. War ja nicht so geplant. Warum probieren die es eigentlich als Bogenschützen? Guck mal, man kann doch einfach hier mal so reinreiten, ne? Wie steht's denn eigentlich? 48 zu 54. Da müssen wir mal ein bisschen aufräumen, bevor die in unsere Leute reinrennen. Sorgen wir mal für einigermaßen gleich große Verhältnisse. Oder zumindest für einigermaßen Schadensverhältnisse. Das sieht doch gut aus. So gefällt mir das. So schön, aua. Das war's wohl wieder mit mir, würde ich denken. Genau. Ja gut, aber wir haben gut aufgeräumt. Wenn die das jetzt noch verlieren, ne?
Wie können die das noch verlieren? Wie können die das noch verlieren? Wie? Wer fightet noch? Keiner. Ach Mann. Och Mann, wie konnten wir das noch verlieren? Wir haben so gut gestartet. Jetzt muss das alles wieder von vorne aufbauen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Projekt. Guckt euch das mal an. 24 Prisoner. Und das war's jetzt mit mir. Und wo werde ich verkauft? Natürlich wieder in Onera. Oder? Nee. Ach komm schon, das kann doch nicht wahr sein. Können wir erstmal ein bisschen Charakterleveling machen? Oder können wir überhaupt? Ja. Medizin. Oh, das ist gut. Sind wir hier im Dorf oder wo sind wir? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nur, dass da das Kasten belagert wird. Ach, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Na, vielleicht werde ich jetzt befreit. Sieht aber nicht so aus. Sieht nicht so aus, wir können einfach entkommen. Ach nein. Ach komm schon. Leute, jetzt geht's wieder ran. Ran an den Speck. Jetzt müssen wir solo gegen 5 Leute. Eigentlich kein Problem. Aber es sind halt Bogenschützen und wir haben kein Schild, weil wir zweihändig spielen. Und mein Pferd ist schon jetzt dead. Oder schon mehr als dead. Und ich selbst auch. Nee, ne? Ach komm schon. Ich habe letztens irgendwann mal wieder in meinem eigenen Account gespielt. Mit einer 300er Armee. Bin ich in eine Tausender-Armee reingeraten. Also man kann auch mit großen Armeen noch definitiv verlieren. Nein, ich nehme die Angebote von den Banditen nicht an. Möchte ich gar nicht. Ich möchte mein Geld behalten. So bitter, Leute, ne? Ah, es kriegt. Ach ne, da kommen Looter. Wir haben kein Pferd. Och man. Und wir fighten wieder. Und diesmal bin ich der Einzige mit Bogen. Und ich hoffe, dass ich diesmal die Looter bekomme, zumindest. Dass ich zumindest daran nicht verrecke. Das wäre mir auf jeden Fall lieb.
Digga, ich konnte ja nicht mal mehr auf die Waffe switchen. Och man, es ist für euch jetzt so langweilig, ne? Wahrscheinlich cutte ich das für euch weg. Die nächsten 10, 20, 30 Minuten. Bis ich mir wieder eine vernünftige Armee aufgebaut habe. Anders hat es ja keinen Sinn. Jetzt ein Angebot bekommen würde, wäre es gut. Ach, das Castle da oben gehört wieder uns und das Castle da hinten wird belagert. Im Hintergrund ist eine Karawane. Ach man, ey. Ich cut das für euch raus. Was habe ich denn eigentlich jetzt behalten? Ein Steppenhorst. Ein Steppenpferd. Kann ich ohne Sattel reiten. Bin ich zumindest schneller unterwegs. Aber ich reite dann erstmal rüber und baue mich auf. Oh, natürlich spawne ich genau hier, ne? Nehmen wir mit. Besser als gar nichts. In die Stadt komme ich nicht rein. Und nur aufpassen, hier jetzt keine Armee ist. Mit zwei Faustbanditen würden wir wahrscheinlich noch bekommen. Na, ah, wir haben da oben das Castle erobert. Schön. So, ab jetzt kann ich auch für euch wieder mitschneiden, obwohl ihr das ja auch schon etliche Male gesehen habt. Ach, und schon wieder das Empire da drüben zusätzlich und hier alle Truppen natürlich leer. Genauso wie da oben, da wird jetzt gebrannt, Schatz. Aber ich glaube, ich sollte bald mal gucken, welches Clan-Level haben denn wir. Dass wir aufsteigen und dass wir selbst einen Castle bekommen können. Wir helfen hier mal ganz kurz. Was hat der Typ vor? Da reiten wir natürlich nicht mit hin. Wir machen jetzt hier. Ach nee, die desertieren jetzt, weil wir kein Essen haben. Scheiße. Und ich krieg auch Schaden. Oh, Peace mit dem Asereireich, mit dem Reich da oben. Das ist schön für uns. Dann können wir nämlich schön da unsere Truppen aufbauen. Allerdings brauche ich erstmal Geld. Und Geld, wisst ihr, wie wir es bekommen. Wir haben es oft genug getan, wir können es auch weitere Male tun. Allerdings müssen wir hoffen, dass es hierfür halt Turniere gibt in den Städten. Und dafür reiten wir jetzt mal alle Städte auf. Nehmen wir auf den Weg dorthin.
ein paar imperiale Soldaten mit. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Star Wars Fans seid. Wenn ja, ich habe 5, 6, 7, um die 10 Star Wars Spiele, glaube ich. Die könnte ich dann auch let's playen, wenn ihr Lust darauf habt. Dafür müsst ihr mir das allerdings in den Kommentaren schreiben. Hier ist unser erstes Turnier für den heutigen Tag. Und ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Harry Potter mögt oder Herr der Ringe. Und dann gucke ich, dass ich dafür Spiele bekomme. Es sind so berühmte Sachen, die ich gerne gucke und gerne spielen würde. Star Wars habe ich viele Spiele schon gespielt. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr da was sehen wollt. Und vielleicht auch Spiele, die nicht jeder andere gespielt hat. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Star Wars Commander. Ein Spiel, wo man einen Klonsoldaten spielt oder einen Klon-Commander. Während der Klonkriege und des Geonosis-Krieges. Und man mit dem viele lustige Missionen bewältigen muss. Geld ranbekommen. Der hatte auch wenig Leben. Genauso wie wir. Ach. Und auch danke an die vielen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind durch das Projekt und dadurch, dass ich ihnen geschrieben habe. Und angefragt habe und dafür, dass ihr euch alle diese Videos anguckt, obwohl sie so schlecht sind. Ja, ihr habt richtig gehört, ich finde selbst, dass meine Videos schlecht sind. Ich habe mir die bei Freunden angeguckt und immerhin habe ich eine gute Qualität im Gegensatz zu anderen kleineren YouTubern. Aber vom Gameplay her ist es sehr schlecht, meiner Meinung nach. Schade, der Bogen ist nicht gedroppt. Wurfspeere auch nicht, aber hier liegt noch einer. Wollen wir mal gucken, ob wir treffen. Nee, tun wir natürlich nicht. Hätte es auch anders sein können mit unserem Werfenwert. Ja, in dem neuen Account bin ich komplett auf Werfen gegangen. Da trifft man diese Schüsse dann auch plötzlich. Oder diese Würfe. Und zwar sogar reichlich. Ach, warum 2 gegen 1? Okay. Nevermind. Gib mir die Lanze. Ist ein One-Hand. Ja. Wupp. 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 Oh, das ist ein imperialer. Ein guter Imperialer gewesen. Ein imperialer Soldat, der von Anfang an auf Pferde reitet oder oben aufsitzt, besser gesagt. So, nach dem Turnier springen wir in die nächste Folge und ich glaube, ich schneide euch das Ganze Gefangennehme rein, weil es war lustig. Also,
Ich bin ja 5 oder 6 Mal gestorben dabei, gefühlt. Also ich hatte schon Schiss, dass ich da nie mehr rauskomme. Dann hätten wir es so gemacht, wenn da sowas passiert, dass ich nie mehr wegkomme. Was natürlich nicht passieren kann. Aber wenn das irgendwie so auf 30, 40, 50 Minuten Gefangenschaft rausläuft, was mir schon passiert ist, dass wir dann einfach auf einem anderen Account, den ich noch habe, weiterspielen. Würde ich zumindest so machen. Frage ist, ob ihr das auch so seht oder nicht. Und wir gucken mal, ob wir hier unten bei der Belagerung verteidigen können. Das aber in der nächsten Folge.